Sagen wir mal, wirklich konservativ, also wirklich gering geschätzt 10.000 Euro, die hier im Raum stehen, die Sie noch zu bekommen haben. Ja. Und eigentlich auch Sie, weil Sie bekommen es ja auch, Sie bekommen ja auch noch Geld von Ihrem ehemaligen Geschäftspartner. Was ist denn der Status zwischen Ihnen beiden mittlerweile? Ist ja nur einige Monate ins Land gegangen. Ja, er lässt sich ja nicht blicken, man hört von denen nichts. Das Einzige, was man dann hört, das sind so Sachen, dass ich angerufen werde von einer ehemaligen Zulieferer. Ja. Von einer Holzfirma, ob ja. Material, Stapler etc. vor Ort steht, war ich erstmal ganz baff. Und, aber warum mussten Sie das denn stoppen? Wie hat er auf seinen eigenen Namen gemacht? Nein, so gar nicht weil irgendwie. Der hat der auf die alte Firma, die gar nicht mehr existiert, hat er auf die alte Firma das Holz bestellt. Bitte was? Ja, bitte. Für 8.500 Euro. Ganz kurz, kann ich es mal sehen? Ja, Ihr ehemaliger Geschäftspartner hat unter dem Namen Ihres gemeinsamen, nicht mehr existierenden Unternehmens für 8.000 Euro Sachen bestellt? Ja. Boah, mir fällt jetzt gar kein Straftatbestand ein, der damit erfüllt ist. Aber mit Sicherheit ist das strafbar. Stimmt. Ganz kurz mal, das hier, was ich hier sehe, ist wirklich eine Auftragsbestätigung auf individuell Garagen GmbH. Sie als Geschäftsführer noch drin. Dieses Unternehmen gibt es gar nicht mehr. Nein. Und mit Datum von September 22, vor mehreren Wochen, hat er wirklich rotzfrech einfach bestellt. Ja. Geschäftsführer Roland Vorbeck zeigt uns die Rechnung. Sein ehemaliger Partner hat in seinem Namen Werkzeug bestellt. Und das, obwohl er wissen musste, dass die Firma längst insolvent war. Ich weiß nur eins, Sie kriegen aus meiner Sicht noch Geld. Ja. Wir hatten gerade eben überschätzt 10.000. Und Sie mindestens ein paar Antworten, aber vor allem doch meine Ermittlungsaktivität, was da hier passiert. Ihr Name, den Sie ja nun wirklich versuchen, hier reinzuwaschen. Auch schon im vergangenen Mal, als wir uns gesprochen haben, der wird ja immer im Tiefer in den Schmutz gezogen. Richtig. Er macht nach wie vor weiter und es bremst ihn keiner. Aber so einer muss ja gebremst werden. Dieser Mann muss gestoppt werden aus meiner Sicht und das ganz, ganz schnell. Vielen Dank für die Unterlagen. Wie gesagt, viel Erfolg Ihnen beiden und jetzt geht's direkt zu ihm. Die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich schon seit längerem mit diesem Fall. Passiert ist trotz erdrückender Beweislage nicht viel. Also ganz ehrlich, es gibt so ein Gefühl, was ich habe teilweise bei unseren Dreharbeiten. Ein Gefühl für Gerechtigkeit, das treibt uns ja alle an. Und in diesem Fall sagen wirklich alle Beweise und Indizien, die uns vorliegen, die Rechnungen auf eine Firma, die es nicht mehr gibt, ausgestellt. Dieser Geschäftspartner in den Ruin getrieben. Diese ganzen Kunden, die warten auf Ware, auf Dienstleistung. Und dann taucht der Mann ab und hinterlässt so eine, wirklich eine Schneise der Verwüstung. Das macht was mit mir und mit Ihnen, glaube ich, auch. Und es ist Zeit, dem Mann jetzt mal gegenüberzutreten. Und genau das versuchen wir. Wir haben einen Tipp bekommen, wo er wohnen soll. Ich bin gespannt, was an der Klingel steht. Aber jetzt ist irgendwann gut. Einer unserer Informanten hat mir den angeblichen Aufenthaltsort von Lukas P. genannt. Mal sehen, ob ich ihn hier antreffe. Okay, hier ist jetzt einer der beiden Doppelnamen verzeichnet auf der Tür. Scheint er zu wohnen, aber sich auch nicht zu erkennen zu geben, ne, in dem Sinne. Guten Tag, grüße Sie, Peter Giesel von Kabel 1. Schön, Sie kennenzulernen. Ich danke auch. Haben Sie eine Minute für mich? Ja, alleine. Warum nicht? Bitte. Ups. Aber warum sind Sie denn so schreckhaft? Bitte? So, dachte, er würde mich kurz reinbitten, sah erst so aus, die Geste. Trotzdem. Herr Paul. Erste Sache, wir haben ihn gefunden, das ist schon mal viel wert. Wir wissen auch, wie er aussieht jetzt. Ich dachte, der wäre irgendwie. Danke. Ein Nachbar hat mich auf einen Hinterausgang aufmerksam gemacht. Will Lukas P. vielleicht vor mir flüchten? Ist das hier sein Kfz? Also die erste Nachricht mal, wir haben ihn gefunden, wir wissen, wo er wohnt. Das ist sicherlich auch für alle Gläubiger und bis jetzt geprellten, wie ich sagen muss, Kunden und möglicherweise Kollegen auch wichtig. Einfach zu wissen, dass man hier möglicherweise auch zugreifen könnte. Ja, wenn dann Justiz das mal irgendwann tut. Ich hätte das Gespräch gesucht gerne, aber mit wem denn? Ich dachte, das wäre jetzt, ich sag mal, ein gestandener Mann. Das ist ja ein Milchbubi, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber das ist ja ein Junge, der mir da gerade die Tür aufgemacht hat. Ich dachte, das wäre jetzt so, weißt du, so, was du dir so vorstellst, so ein gerissener Geschäftsmann irgendwie mit so ein bisschen bulligem Gesicht oder sowas. Ich versuche es ein letztes Mal. Können Sie mich hören durch die Tür? Dann lassen Sie uns doch mal sprechen. Also sich zu verschanzen macht doch keinen Sinn, Herr P. Es gibt so viele Menschen, die Geld von Ihnen wollen, Garagen von Ihnen wollen. Ihr Geschäftspartner hat große Nöte, weil Sie ihn aufs Kreuz legen wollten. Herr P., wir müssen darüber sprechen. Nun sitzt er da hinter der Terrassenfensterscheibe und weiß, dass wir ihn gefunden haben. Und damit auch sein Ex-Geschäftspartner, seine vielen Kunden, die Gläubiger und alle anderen. Von Angesicht zu Angesicht möchte Herr P. offenbar nicht mit mir sprechen. Plötzlich aber klingelt dann doch mein Handy. Und er ist am Telefon. Jo, hörst du mich? Ja, ich kann Sie hören, hallo. Jo, hallo. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Sie sind gerade ein bisschen weit weg. Ja, das ist leider mein Telefon. Wunderbar, lassen Sie fahren schon mal ein schönes wieder. Also, na, wir sind ja jetzt gerade nur in der Gegend quasi. Was halten Sie denn von Göttingen? Können wir gerne machen. Okay, gibt es da irgendeinen Ort, den Sie kennen? Jemand scheint zur Vernunft zu kommen. Wir verabreden uns für den nächsten Morgen. Also irgendwie so jemand, der so versucht, normal zu sein, ganz betont normal. So als wenn wirklich nichts passiert wäre, gar nichts. Als wenn gegen den kein Verfahren laufen würde. Als hätte der nie irgendwelche geprellten Geschäftspartner. Es gäbe es auf der ganzen Welt keinen Kunde, der mit ihm unzufrieden sein könnte. Genauso wirkte der gerade am Telefon. Ich bin echt, und ich glaube sogar, der ist total damit einverstanden, dass wir ihn da morgen ganz offen drehen. Nun bitte. Gern. Komm, gib Gas. Endlich bekomme ich die Gelegenheit, Herrn P. zu den über 50 geprellten Kunden, den verschleuderten Firmengeldern und dem endlosen Versteckspiel zu befragen. Werden wir heute früh endlich Antworten bekommen? So. Bitte? Warum nicht? Ja, wir kommen ja vom Fernsehen. Bitte? Ich dachte, wir wollen uns erstmal unterhalten. Ja, klar können wir vor der Kamera machen. Warum? Ich dachte, Sie haben sich vorbereitet. Warum darf ich mich vorbereiten? Aber Sie sind doch vorbereitet auf all solche Sachen. Also wir hätten eine Kamera drin und wir haben 3, 4 Fragen. Ja, ohne Kamera können wir das gerne machen. Aber wenn Sie sich darauf vorbereiten, warum haben Sie es denn bis heute nicht getan? Also über Nacht, Sie haben nur die 3, 4 Unterlagen, können die doch zusammenraffen und dann wissen Sie doch, was Sie zu sagen haben. Ja, es gibt ja ein paar mehr Unterlagen, oder? Aber Sie haben sie ja alle. Ja, aber gestern Abend nicht mehr darauf vorbereitet. Nach 10. Tut mir leid. Und das heißt jetzt? Plötzlich ist er doch nicht mehr bereit, mit mir zu sprechen. Ich biete ihm einen neuen Termin an und natürlich auch die gewünschte Vorbereitungszeit. Okay, also Themengebiete, nur mal so zur Grundvorbereitung, dann würde ich sagen, machen wir noch mal einen Fragenkatalog. Aber Themengebiete schon mal zum Voraus sortieren ist natürlich eure Firma. Die müssen Sie uns erklären. Sie müssen uns erklären, wo das Gold ist. Sie müssen uns erklären, wie die Firma zustande kam. Sie müssen erklären, warum bei Herrn Budde nichts mehr gemacht wurde. Den kennen Sie ja auch, den Fall. Bei dem waren wir gestern wieder, wie es zu der Insolvenz kam und wo die ganzen Geldflüsse, die Sie sozusagen ausgelöst haben, hingegangen sind. Also Stichwort ist Gold, Stichwort sind diese ganzen Quittungen mit verschiedenen Namen, weil egal was, das haben wir im Unterschrift ganz gut, egal was, diese Quittungen, die Sie da unterschrieben haben mit fremden Namen, das ist Dokumentenfälschung und dafür gibt es in Deutschland auch ja, eben, also von daher so gut, wie Sie es gerade sagen, finde ich das nicht. Wenn wir uns auf die zweite Februarwoche verständigen können, finde ich das okay, finde ich auch ehrlich und Sie bringen alles dazu mit, was Sie dazu zu sagen haben. So machen wir das. Wirklich? 100%. Alles klar, gut, dann bis zum 6. 7. Februar. Bis dann. Ciao. Oh, da ist aber jemand selbstbewusst. Da tritt aber jemand mit einer gewissen Chutzpe, wie man sagt, auf. Ja? Also mit einem einer Selbstüberschätzung und mit einem eigenen Bild von sich selbst, was nicht dem entspricht, was ich hier in den Akten lesen kann. Aber gut, Hand drauf, Ehrenmann, Anfang Februar sehen wir uns in München. Und dann habe ich einiges zu erzählen. Immerhin haben wir ihn jetzt mal und der stellt sich uns. Das könnte ein kleiner erster erfolgreicher Schritt sein. In den darauffolgenden Wochen halten wir Kontakt mit Herrn P. Er bekommt den versprochenen Fragenkatalog von uns. Wir vereinbaren sogar Gesprächstermine, aber er hält sich an keine Absprachen. Führt uns an der Nase herum. Ach, hallo, da sind Sie ja. Unsere Studios stehen offen. Diesem Herrn, der mir vor ein paar Wochen noch sein Ehrenwort gegeben hat, klar, können Sie sich darauf verlassen. Wir sehen und sprechen uns. So viel zu diesem Ehrenwort. Mehrere Termine haben wir ihm angeboten, alle hat er verstreichen lassen, auch den letzten heutigen. Wie Sie sehen, wäre hier der Ort gewesen, mit all den Vorwürfen aufzuräumen. Da stehen Straftaten im Raum mögliche und nicht nur so ein, zwei. Das sind, wie ich finde, ganz schön mittelschwere Vergehen. Aber keiner erschien. Ich kann Ihnen, und wenn er gerade zuschaut, genau Ihnen versprechen, dass ich an diesem Fall dranbleibe. Es sind zu viele Fragen und irgendwann bekommen wir darauf Antworten.